Es war Legen. Warte, gleich kommst. Der. Ich glaube, ich muss doch mit Alkohol anfangen. Danke. Wieso? Ach du, nur so. Fragst du für einen Freund? Ja, genau. Das war zwar keine Frage, aber ja. Genau. Hast du gut erkannt? Fährst du nicht? Ich? Ich fahr doch. Hä? Du hast da den Passagier verloren, der Wertsachen im Bus vergessen hat. Und? Sind das meine? Das ist nur nicht mein Problem, wenn er Sachen bei mir vergisst. Wird einfach in der Firma dann verschenkt. Ja. Der das haben wie mein Weihnachten gebrauchen kann, da bekommst du ein bisschen fürs Schrottwichteln. Ja. Geil ist es, wenn in einer Handtasche 30 Millionen drin sind. Ja gut, ne? Das kriegt dann aber nicht die Firma, das behalte ich dann ein. Danke. Bitte? Ich will auch ein Haus. Ja, wir wohnen doch zusammen dann. Was? Panda und Pfötchen-WG. Ist doch schon beschlossene Sache, oder nicht? Und was machst du mit Freuden? Freuden krieg ich draußen die Hundehütte. Das ist gemein. Was denn? Was hast du denn jetzt? Hä? Ich glaub, Ryan ist kaputt gegangen. Hä, ich war noch nie ganz. Da musst du mich verwechseln, also. Natürlich, Ryan ist wieder kaputt. Huch, ich fahr auf deiner Straßenseite. Och, das war knapp. Ich frage mich, wann wir uns mal sehen. Weiß ich nicht. Also da, wo ich jetzt bin, fährst du auf jeden Fall auch lang. Da habe ich die auch lang geführt. Also ich glaube, wenn ich auf dem Rückweg bin, sehen wir uns. Oh! Bei einer Haltestelle vorbei. Absolut pünktlich. Danke sehr. Hey, ich habe mein Zeit wieder eingeholt. Wiedersehen. Sehr gut. Hm. Ich brauche eine aber schlechte Halterposition. Und? Du. Ich bin pünktlich. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Aber du hast eine schlechte Halterposition. Hm. Das gibt weniger Erfahrungspunkte, das heißt weniger Level. Danke. Und? Eine Fahrkarte, bitte. Geht doch darum, dass wir Plus machen. Nicht, dass wir ein besseres Level kriegen hier. Wo sind wir denn hier bei einem RPG? Ja. Ein Bus-RPG. Ein Bus-RPG. Oh, irgendwie wäre das geil. Irgendwie wäre das schon geil. Ich bin hier versucht, mit dem Bus über die Felder zu fahren. Weil ich weiß, dass es geht. Das geht nicht. Klar geht das. Nein, es geht nicht. Hm. Hast du vorhin gesagt, dass es geht? Ich hab vorhin. Ja, ich sag vieles, wenn der Tag lang ist. Hm. Wieso denn Raketenwerfer? Nee, da steht nicht Raketenwerfer. Na gut, ja, gut. Raketen. Ein Raketenwerfer. Was ist ein Raketenwerfer? Alter Hybrid, ne? Nee, einfach nein. Was ist mit dir? Nur du wisst, was ist ein Raketenwerfer? Ein Raketen. Ja. Ja, ich kann gerade nicht richtig reden. Ich hab einen Mund voll mit Kuchen. Ja, mit Waffeln? Nee, mit Kuchen. Und Waffeln? Nee, Waffeln habe ich leider nicht. Wo bleiben eigentlich meine Waffeln? Ja, Teil wird dir doch da irgendwo hingestellt. Okay, ist da irgendwo. Wo hab ich denn klar? Bei dem Raketen vielleicht. Und klar. Wo hab ich. Da. Ich hab doch mal gesagt. Na klar. Weißt du, was du gemeint hast, aber, ne?
Gemeint war mit Tee schon richtig. Heute krieg ich das aber. Er ist nur noch falsch korrigiert, das ist nicht gut. Hey, Albert, ich hätte nichts gesagt, wenn... Ne? No? Und sie fangen dann zu gackern. Ich muss automatisch mitlachen. Ich kenne das doch von mir. Jetzt stell dir gar nicht so an. Ist doch nichts Neues. Ja, aber er kennt das nicht von mir, dass ich mitlache. Ja, aber wenn ich lachen muss, dann musst du halt auch lachen. Ja, wenn deswegen ja. Jetzt habt ihr was zu lachen. Oh ja. Ich bin halt hart ansteckend. Deswegen hält sich auch jeder von mir fern. Bin ich jeder? Also ich komme eher noch kuscheln. Ja, du hältst dich ja nicht fern, deswegen bist du auch nicht jeder. Verstehst du? Bin ich jemand. Aber sonst jeder hält... Ja, eben. Aber jeder hält sich fern. Versteht ihr? Ah, wir sind schon Dream Team. Natürlich. Nein, Standard. Ob ich wissen möchte, wie es ist, wenn wir uns mal in echt sehen? Weil so ein ganzes Wochenende. Ich glaube. So, das tut mir jetzt schon leid. Also Frieden. Dann müssen da gewisse Leute angerufen werden, weil ich glaube, dann gibt's uns beide nicht mehr. Wir sind nämlich an einem Lachanfall gestorben. Wir haben ja bei Sims gelernt, das geht. Ja, stimmt. Ich hab's zwar noch nie geschafft, aber... Ich auch nicht, ich weiß, dass es geht. Ja, ich weiß, dass es geht. Deswegen wollte ich es immer mal schaffen. Du kannst auch an einem gebrochenen Herzen sterben. In echt? Diesem Spiel. Also, ich glaube, ja. Ah, yeah. Und durch eine Herzexplosion und was nicht alles. Ach, du grüne Neune. Wie ich einfach den Belag meiner Pizza esse. Die waren sehr kreativ bei den Todesarten. Bananas in Pyjamas sind lustig. Oh, du bist nur noch 1 Kilometer von mir entfernt. Bananas. Ich bin die ganze Zeit 1 Kilometer von dir entfernt. Ja, ich sehe es jetzt. Da steht die ganze Zeit immer so 1,1. Ja, ich komm, müsste dir aber jetzt gleich näher kommen. Oh, ich komm dir näher. Ich glaube, ich werd krank. Oh, 0,9. Manchmal bin ich ein bisschen froh, dass meine Cam nicht da ist. Ich bin gerade sehr traurig, dass meine Cam nicht da ist. Warum? Weil ich den nicht sehe. No. Das zerbricht mir mal gerade mein eisiges Herz. Oh no. Oh no. Oh nein, 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 nein. Das wird nicht gut enden. Nee, bei Fotos von dir glaube ich auch nicht. Ja, nee, ihr schnüffelt euch dann eben am Po. Haben wir ja schon geklärt. Oh, oh, frisches. Oh. Oh, Hybrid. Wo denn gestern gegessen? Oh. Nein, einfach nein. Nee, Alter, was ist mit dir? Ich weiß nicht, wenn... Was ist mit dir? Was ist das so, wenn man sich gegenseitig im Popo schnüffelt? Nein! Vor allem, woher weißt du das so genau, dass es genau so abläuft? Naja, ich wollte mir nur meine Katzen angucken, die sich direkt nach dem Kacker machen, das Arschloch abschnüppeln. Und meistens direkt danach putzen, also... Da muss wohl richtig gut schmecken. What the fuck? Ja, kennst du das nicht? Katze geht vom Scheißhaus und die anderen Katzen schnüppeln erstmal dran. Ich hab nur eine Katze, also nein, kenn ich nicht. Ich hab 3 Kater und alle machen das. Am schlimmsten ist, wenn der Kater gerade kacken war und der Hund ankommt und anfängt da rumzuschnüppeln. Ich glaube, eure Tiere brauchen eine Therapie. Wieso? Das ist natürlich bei Tieren. Das ist ganz natürlich. Das ist in der Natur genauso. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk?
Nein, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Jedes Tier macht das. Ich glaube. Das machen Tiere teilweise auch, das machen Tiere auch, um dich wiederzuerkennen. Gut, bei Haustieren ist das einfach seltsam, wenn so eigentlich die getrennt sind, aber. Es ist spät, ich Ryan. Sollte jetzt langsam schlafen gehen. Ich hoffe, dein Stream läuft weiterhin Nein, bleib doch jetzt einmal stehen, Ryan! Ich hätte noch gar nicht abbiegen brauchen, aber ich wollte es. Nein! Ich muss hier weg! Die will mir am Po schnüffeln! Nein, das macht Hybrid und Frisches. Die wollen sich am Po schnüffeln. Ryan hat mich nicht mehr lieb. Ryan fährt einfach ohne mich. Ich war die ganze Zeit das, was ich mit Ryan hat. Hallo, Michael Weber 95. Willkommen im Bambuswald. Danke für dein Follow. Ryan will nichts mehr mit mir zu tun. Na, ich stehe doch hier. Wo bleibst du? Du denkst, ich renne hinterher, weil ich so stehen gelassen werde. Ja. Die glaube ich. Soll ich dir ein Foto von deiner Katze zeigen? Oh ja, ich will ein Foto von deiner Katze sehen. Mounty? Ja. Oder von Tipsy. Ja, von Tipsy auch. Ich weiß gar nicht. Ich guck mal, hab ich ein neues Bild? Wir spielen zu zweit, ja. Tatsächlich. Einer spielt und bringt das Geld. Der andere spielt und gibt das Geld aus. Ja, genau so läuft das bei uns. Gerechte Arbeitsteilung. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich hab gestern lass mich gucken, ob ich was Neues habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, das letzte habe ich dir geschickt. Danke. Eine ja, Frage meine neuesten Katzenfotos hast du tatsächlich auch. Schick dir einfach das. Ich glaube, ich habe ein neues Hundefoto, aber. Ihr seht jung an. Könnt ihr schon Bus fahren? Was heißt jung? Schätz doch einfach mal. Also, ne? Das ist ja immer so relativ. Hui! Anna! Ich habe lange keine Menschen mehr überfahren. Ja, ist auch gut so. Ich finde es schade. Nee, ich bin mega schlecht in sowas. Ja, versuch mal. Mehr als falsch kann es nicht sein. Rein theoretisch. Ja doch, das könnte richtig sein. Ja, aber... Ich finde diesen Spruch immer so doof, denn mehr als falsch kann sie sein. Doch, es könnte richtig sein. Ja, aber man geht ja vom Negativen aus, ne? Es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als dass es falsch ist. Ich glaube, so ist das dann, das ja, gemeint. Ne? Ja, dann, ja, das... Jetzt reißt mir ja niemand den Kopf ab, also, ne? Ich? Also ich nicht. Was bei dir ist... weiß ich jetzt nicht. Das bleibt jetzt dir überlassen. Aber ich kann aber nicht so gerne an Menschen rum, um denen den Kopf abzubeißen. Ist immer so ein bisschen zäh und sehnig. Das ist doch lustig, macht doch Spaß. Bin ich ein Hund, der auf dem Knochen rumkaut? 19, oh, das ist aber... da fühle ich mich ja trotzdem glatt alt. Schlüssel nicht finden. Tatsächlich nicht, nee. Beide nicht. Wir sind sehr nah mit unserem Alter aneinander. Aber 19 ist es tatsächlich nicht. Oh ja. 19, ja. Ja. Das ist schon ein paar Tage. Lang ist her. Also was heißt lang, aber... Ein paar Tage. Und 2, 3. Und nein, es sind nicht 2, 3 Jahre gemeint. Nee. Sagt man halt einfach nur so 2, 3 Tage. Wollte ich nur mal klarstellen. Jetzt bist du 0,9 Kilometer von mir entfernt. Ich leide. Ja, ich leide auch bei der Strecke hier. Jünger oder älter? Älter, ja. Hallo. Ja, falsch wäre zu sagen, die Tomate wäre ein Obst. Mehr als falsch wäre zu sagen, sie wäre eine enge Brücke. Was? Was? Ja, ich bin tatsächlich 26. Ich bin auch ein 95er Kind. Bei mir musst du ein Jahr abziehen.
bin 25. Noch. Bis September. Danke. Erinnere mich bloß nicht daran, ey. Nicht? Erinnere mich, nee, bitte, bitte nicht, nee. Ich hab nichts dagegen, älter zu werden. Das ist so schön. Ich werde auch vorne 30. Ja! Frühschutz ist auch schon lange vor mir 30 geworden. Vielleicht einer der Gründe, warum ich nichts dagegen habe, weil ich immer jünger bleiben werde als er. Oh Mann. Ein Jahr näher an der 30 dran, ja. Aber ich glaube, ich glaube, das macht's bei Ryan aber nicht besser gerade. Naja, ich sag mal so, ein Jahr näher an der 31 dran, ne? Ja gut. Was habe ich denn? Oh, ich habe eine Tür geöffnet. Hoppla. Ich habe im September nicht Geburtstag. Aber guck, da hat noch jemand im September Geburtstag. Yep, ich habe im September Geburtstag. Ah. Ach, da rennt wieder ein Alt über dem Dingens. Mein Akku ist schon wieder leer. Ach nö, der Akku ist leer. Oh. Ja. Die Omi kann nicht mehr an ihrem Handy daddeln. Das ist aber sehr, sehr schade. Ja, jetzt ist es sad. Die sadde Omi. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im alten Sägewerk fahren. Sadde Männer Omi. Ob ich da diesen Weg langfahren kann mit dem Bus? Nein, kannst du nicht. Das war knapp. Welchen Tag? 10. September. Ich bin die ewige Jungfrau. Was? Egal was passiert, ich bleib immer Jungfrau. Hat doch auch was Positives, ne? Ja, ne? Irgendwas Positives muss ich ja haben. Ach, die wollte wie eine Fahrkarte. Ja, laute Musik ist geil. Aber trotzdem danke für den Tipp. Ich wusste tatsächlich nicht, dass das geht. Ich dachte, man muss immer aufsteigen. Ich auch nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Ich am 19.09. Ist ja nah beieinander. Ja, ja, stimmt. Ich gegenseitig gratulieren. 5 Tage bevor mein Onkel Geburtstag hat. Ach, da steht jemand! Gott, das sieht man im Regen aber echt schlecht. Kannst du dir nicht was Helleres anziehen? Hier. Na, wenigstens hast du eine Fahrkarte dabei. Jo, zieh halt noch rüber, genau, Junge, was ist mit dir? Der zieht einfach nur um die Ecke. zieh. Schluck. Ex oder Braunschweiger? Ach. Also sagt man zumindest bei uns. Das sagt man bei uns, Ex oder Braunschweiger. Aber frag mich nicht, warum man das sagt. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, da kann ich nicht mitreden. Ich trinke nicht. Also ich denke mal, es hat was mit dem Fußball zu tun, weil Hannover, Braunschweig, ne? Aber wieso? Yeah. Wieso weiß ich jetzt halt echt nicht. Ich kenne es halt echt nur von Frutsches. Das muss ich nicht verstehen. Jedes Mal, wenn man halt sein Getränk auf Ex trinken soll, ne? Früher habe ich es noch gekonnt, heute würde ich es nicht mehr schaffen. Ja, mach das. Sehr, sehr gerne sogar. Nein. Das tut mir so leid, ne? Aber mein Hirn... Dein Hirn sagt nur, tanz zusammen mit mir. Tanz zusammen mit mir die ganze Nacht. Liebe. So in etwa. Ja, ohne Witz, das geht mir die ganze Zeit im Kopf vor. Tanz zusammen mit mir. Warum fährst du jetzt, du Idiot? Oh Gott, ich dachte eben. Oh Gott.
Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Sympoten. Dankeschön. Ich hoffe, du weißt, was du hier tust. Das sag ich heute eben. Ich hoffe, du bist dir über den Konsequenzen bewusst. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ein Tüpfle. Sag nichts. Ich wollte gerade sagen, ein Tschutschuzug. Aber irgendwie kam das Wort gerade nicht über die Lippen. Bin ich froh, damit meine Cam gerade nicht geht, ne? Ganz ehrlich. Ah, schön, dass du mein Minus nicht siehst. Was sehe ich nicht? Mein Minus. 9000?! Du musst halt berechnen, ich sehe das doch erst im Nachhinein bei dir. Ja, was machst du, deswegen ich das wohl, was ich gesagt habe, damit du siehst? Ich hätte gehofft, du siehst es doch. Wieso tust du da? Ja, ich weiß, ich gucke es mir an, finde es interessant, wie ihr fahrt. Also, sagen wir es so, bei Ryan siehst du das normale Fahren, bei mir siehst du, wie man es nicht machen sollte. So gut es halt geht mit 20 FPS, aber ja. Ach, hast du nur noch 20? Ja, gerade habe ich 21,20. Achso, ich weiß okay. Nicht warum. Also wie gesagt, bei mir sieht man, wie man es nicht machen sollte. Ich bin das Paradebeispiel dafür, ne? Wie man nicht Bus fährt. Dafür entstehen bei mir witzige Clips im Nachhinein, die etwas sehr... Ja, bei mir ist, glaube ich, gar keiner. Aber bei mir ist auch nicht lustig. Bei mir twerkt ja auch kein Bus. Nee. Wir brauchen unbedingt einen Gelenkbus für dich. Ja, oh ja, bitte. Dann twerkt dein Bus wieder. Twerk. Gab's denn hier auch irgendwie so ein Lied von? Quark. Ja, das gab's. Ah, okay. Quark. Dann sind wir wieder bei den Froschspielen, die kommen. Wir haben vor 4 Stunden gespielt und zwar insgesamt 9 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden habe ich denn jetzt mittlerweile? 39 insgesamt. Also 30 Stunden mehr. Ja, gut. Ja, ich hab es zwischendurch ein bisschen gesuchtet, aber noch nicht so hart. Und nicht so hart, dass ich auf 100 Stunden komme. Ich glaube, ich habe den Teil jetzt auf dem PC nur gespielt, wo wir zusammen gespielt haben, außer einmal, wo ich mit Hybrid-Codes Mods ausgetestet habe. Aber sonst habe ich das nur mit dir zusammen gespielt. Weil, warum sollte ich das halt so spielen? Ja, stimmt. Kann ich auch den 21er fahren? Ich glaube, 21 war es. Ja, 21. Da ist zwar das ganze System mit den Strecken irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber... Ey. Da bin ich immer noch irgendwie versucht, die Strecke oder die Map hier freizuschalten. Aber irgendwie die egal... Die muss ich gar nicht freischalten. Doch, die muss ich freischalten. Beim 1.20er muss ich die freischalten. Nee, die kannst du so spielen. Nein. Du musst auswählen am Anfang. Doch? Nein. Und ich doch auch! Bei mir ging das aber nicht. Bei mir stand, ich muss erst die Einführungsgeschichte vom... Ja, die Einführung, Alter, die dauert, keine Ahnung, 20 Minuten. Ja, ich habe die Einführung gespielt und ich kann es immer noch nicht auswählen. Ja, aber du hast ja auch lieber du bist ja auch lieber in der Zeitgeschichte mehr gerannt. Ja, nein, ich habe es ja nochmal selber allein für mich gespielt und ich habe die Einführung beendet. Und ich kann es aber immer noch nicht spielen. Ja gut, was wir machen könnten, ist halt, dass ich das mache, ne? Dann hoste ich halt mal. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich es dann am Endeffekt doch nicht spielen kann, weil es mir nicht freigeschaltet wird. Ja, aber wenn ich das hoste und dich einlade, kannst du trotzdem die Map spielen. Wenn wir zusammen spielen sollen. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn ich alleine spielen will, ne? Du fährst ja zügig. Ja, ich fahr schnell. Müssen wir mal gucken. Ich fahr schnell und biege auch gern mal Bürgersteige ab, aber das ist mir zu eng. Das ist normal bei ihr. Das gehört dazu. Deswegen sterben auch bei immer so viele Menschen. Oh. Und Unfälle. Ganz viele Unfälle. Ja, ich kann halt nicht ab, wenn man so langsam fährt. Passiert ja nichts bei. Sorry! Wozu hat man Gaspedal? Ich tu doch Gas! Nee, einen 24er machen wir nicht.
Aber es geht noch ein paar Stunden. Sofern mein Internet mitmacht. Den letzten 24er hatte ich erst. Was heißt erst? War im April. Aber ich hatte noch nie einen 24er. 24er sind anstrengend. Ja, ich weiß, aber bei mir kommt es tatsächlich aufs Spiel an. Also ich glaube, das hier könnte ich halt auch echt 24 Stunden spielen. Sofern es mit dir halt ist, ne? Ja, eben. Wenn du es halt nicht alleine spielst, easy. Easy. Wenn du mit jemandem zusammenspielst, irgendwelche Spiele, da kannst du easy 24 Stunden durchziehen. So. Aber sobald du dann wirklich irgendwann, so, wo dann so die Phase anfängt, du wirst eigentlich müde. Wenn du dann irgendwas alleine spielst, dann ist vorbei. 24, ja, mein Gott. Oh Mann. Ja, 24er kann man entweder einlösen oder ich mache halt zu gewissen Events. Der letzte 24er war halt zu Ostern. Da hatte ich das Osterdilemma. So nenne ich tatsächlich das Osterevent immer, jedes Jahr. Und da hatte ich tatsächlich einen 24er. Den mache ich dann jetzt auch jedes Jahr. Also war jetzt das zweite Jahr in Folge. Ich mache vielleicht auch mal einen Geburtstag ein. Nein. Doch? Nein. Wieso nicht? Nein. Was aber ist doch mein Geburtstag, nicht einer. Was willst du? Ich kann dir aber nicht zugucken, wenn du einen machst. Ja, du machst ja keine. Kannst du nachzugucken? Ja, aber... Ich fange um 0 Uhr an und höre um 0 Uhr auf. Ja, aber ich habe doch meinen Halloween-Stream. Naja, aber vorher und so. Ah. Einfach, Achso. Dann will ich ja gar nicht streamen, weil ich will dann ja dir zugucken. Das wäre dann ja huch, das wäre dann ja gemein. Nein. Ich bin nicht. Oh, 11.000 minus. Ja, aber hier haben wir immer noch 13.000 plus gemacht. Solange ich nicht komplett im Minus bin, ist alles gut. Also ich glaube, es geht wirklich erst, wenn du auch fertig bist. Das kann sein. Du hast aktuell 75% aller Bushaltestellen auf profitablen Strecken. Ohne Bushaltestellen generieren kein Einkommen. Ja, da muss ich noch fertig fahren, ja. Okay. Müsste aber jetzt auf dem Rückweg schon sein. Ja, bist du. Sehr, sehr gut. Nee, die fahre ich nicht. Ich fahre den gebärfreudigen Becher. Der Bus, der ist gleich da. Oh, mir fallen so viele neue Sachen für Sound Alerts ein. Das ist so normal. Ah, da geil. Ah, das wird so lustig. Ey, irgendwann, ne, bestehen unsere Streams einfach zu 90% nur noch aus irgendwelchen Sachen, die ich irgendwie eingesprochen habe für Sound Alerts. Ja, ich glaube auch. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube auch. Okay. I'm a kitty cat. Dum dum dum. I'm a kitty cat. And a dance 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 and a dance dance dance. Hast du ein Gelenk? Was? Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch haben wir keinen. Noch konnten wir ihn uns nicht leisten. Möchte ein. Ryan möchte ein, ja. Ja, wir hatten schon mal Gelenkbus und der war dann, als ich gefahren der hat getwerkt. Nur noch am twerken. War lustig. Gibt lustige Clips dazu. Für euch lustig? Ich hab geweint, weil ich liebe Gelenkbusse. Also ich konnte meinen fahren, auch wenn meiner getürkt hat. Aber ich konnte meinen fahren. Damit fahre ich am liebsten. Ja, Ryan, wie gesagt, auch. Ich auch. Ich liebe Gelenkbusse fahren in dem Spiel. Ich nicht. Ja, weil du es nicht kannst. Du kommst mit dem normalen nicht mehr klar. Wieso? Mit dem Gelenkbus hatte ich weniger Unfälle als mit dem normalen Bus. Ja, und das verstehe ich nicht. Alter, die Oma mit ihren Kopfhörern, ne? Ich hab vorhin einfach mein Knie gegen meinen Tisch gefeuert. Warum machst du sowas auch? Ja, weil ich mich umgedreht habe. Oh, warum? Niemand dreht sich um. Danke. Och, da stand Meyers mit dem Messer. Da stand Meyers. Augenblick. Wo habt ihr? Meyers ist meine Katze. Na klar. Meyers. Meine Katze heißt Sipsi, die Meyers. Jetzt heißt sie Meyers. Oh Gott. Hallo Meyers. Hallo Ryan. Schön, schön. Nächster Halt, Westspeicher. Ach ja.
Wer Brahms verliert. Was machen die denn da? Such doch eine andere alte Stelle. Das ist so der übelste Unfall, ne? Ich hätte eigentlich wie im deutschen Verkehr machen müssen, ganz lange dran vorbei und noch Fotos schießen. Ja, damit die ganzen, die drin sitzen, Fotos machen können, ja. Ja, so Gaffer à la Deutsch. So muss das sein. Und hier sehen Sie einen Unfall. Dann machen Sie jetzt wieder Souvenirfotos. Ja. Mann, ey, die fahren hier nicht, Mann. Habe ich dir eine tolle Strecke ausgesucht? Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Nein. Echt? Krass. Cool Story, Bro. Ja, cool. Cool Story, Bro. Erzähl uns deine Geschichte. Begann alles in einem Bus. Bitte. In einem Bus. In einem Bus ich nach Amsterdam. Ich wurde im Bus gezeugt, ich bin im Bus geboren. Ich bin im Bus aufgewachsen. Wurde an der Bushaltestelle in Lido geboren. Oh Gott. Und wo wurdest du geboren? An der Bushaltestelle bei Lido. Und das waren drei gestanden, nicht 100 Meter von der Unfallstelle. Nee. Das war ja noch so ein Ding, weißt du, da hätte ich voll reinbrettern können. Huch, ich war auf der Gegenseite. Egal. Kam ja eh nicht. Hui. Ich komm dir näher. Das Eis zwischen uns bricht langsam. Ich komm dir näher. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Rup. Oh. Die vorderste Bustür nicht offen. Aber das mit dem Fahrkarten nicht machen. Nur kontrollieren. Ja! Ich kontrolliere halt nicht gerne. Das stimmt. Ich bin zu faul dafür. Ich mache das eigentlich gerade auch nur, damit ich keine Ärger von Ryan kriege. Alles klar. Ja, ich kriege meinen drauf, wenn ich das nicht mache. Dann bin ich immer ganz traurig. Das ist eine Lüge. Ich hab dir einen Stream als Beweis. Das ist eine Lüge. Oh, oh, fahr doch mal schneller. Das ist einfach nur eine Lüge. Oh, da ist ein anderer Bus. Aber leider nicht mit dir drin. Hier ist 50 und die fahren unter 50. Ja, gut. Ich brauche eine schöne Verspätung drin, ey, weil die da 20 Jahre standen. Das ist doch cool. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Ja, sehr okay. Gerne. Ich hab heute verdammt wenig Fahrkarten, Dealer. Danke. Ja, die hab ich dafür. Ah, okay. Gut, dass wir ja jemanden haben, der das Geld nach Hause bringt. Ja. Hat niemand gesehen. Aha. Ja. Oh Gott, Alter. Manchmal, ne? Ja. Manchmal denke ich mir nur so. Oh. Es ist kein Wunder, dass kein Mensch was mit mir zu tun haben will. Es wundert mich immer gar nicht mehr. Ich wusste nicht, dass ich keiner bin. Okay. Hey, lange nicht gesehen! Wir waren im Urlaub in Sunny Springs. Wir sehen uns, glaube ich, nicht. Seiden. Jetzt steigt ja keiner ein. Wenn ich mich jetzt beeile, um die Ecke zu kommen. Warum redest du nicht mehr? Hä? Warum redest du nicht mehr? Hab ich doch. Oh, okay. Hä?
ob ich mich komisch fühle, wenn du nicht redest und ich singen muss. Ja, voll muss, sollst du, aber du weißt nicht. Oh, ich sehe dich gleich, ich sehe dich gleich. Ich soll nur an mir vorbeifahren, aber ich sehe dich gleich. Wow! Weißt du, an was mich das erinnert? Ja, ich habe ein Schlagklopfsuchgerät. Wieso? Oh, ich kann sogar kurz aussteigen. Geil. Warte auf mich, warte da an der Kreuzung. Bitte warte da, bitte warte da. Absolut pünktlich. Danke dir. Nein, 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 ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Sonja rankommt. Hallo. Huh? Bist du da? Hi. Hi. Nein. Also warte, ich kann mich auch wieder rausglitschen lassen. Warte. Oh, hier liegt Müll. Oh, danke. Dass du liegen lässt. Nein, warum kann ich mich diesmal nicht rausglitschen lassen? Nein, es geht nicht. Du kommst mit. Ich kann mich nicht rausglitschen lassen. Warum geht's nicht? Der Bus ist verpackt. Hey! Nein, ich komme nicht rüber. Ich komme nicht rüber. Oh. Hä, wie hast du die Tür jetzt aufgemacht? Hä? Vorne? Hä, die zweite war offen. Die habe ich nicht geöffnet. Hä? Okay. Ja gut, ne? Ja gut. Einfach mal meine Steffen entführt. Wer kennt's nicht? Tachchen, Tachchen, Servus, Tach. Ich bin in Gefahr. Ah, schön, schön. So, wo sind die Zombies? Wir spielen hier Walking Dead. Oh ja, es gibt da so ein Spiel. Das können wir zusammen spielen. Genau. Ich glaube, es heißt Night of Dead. Da muss man so eine Basis bauen und gegen Zombies fighten. Oh mein Gott. Das ist doch cool. Schickes Haus. Wir brauchen ein Spiel für uns. Okay? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann hier rauf. Ja. Guck mir die Augen, Kleines. Beim Bus da halt immer noch steht, ohne dass er bewegt wurde. Ja, tut er. Hier gibt's keine NPCs, die sie übernehmen. Doch, du. Ich bin kein NPC, hallo? Doch, ein lebender NPC. Jetzt reicht's, jetzt hast du mein Gefühl verletzt. Kann ich ein Fahrrad nehmen? Nase. Na. Da stehen ja noch Menschen. Hoppla. Hä? Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ich fahre schon seit gefühlt 2 Kilometern. Vielleicht ist er da reingeglitscht. Weil ich nicht rausglitschen konnte. Das wird sein. Er ist reingeglitscht und ich konnte nicht rausglitschen deswegen. Er hat sich reingebeamt. Das wird sein. Beam me up, Scotty. Beam me up. Also, Night of Dead, ja? Nein. Oh. Einfach nein. My Little Pony. Okay. Hast du nicht vorhin noch gesagt, du das Geld würdest du es auch nicht machen? Aber es wird es irgendwann mal runtergesetzt geben. Wenn es nicht jetzt sogar schon relativ günstig gibt. Was einfach nur lächerlich ist. Und dann. Unter anderem. Jo, Junge. Wenn ich jetzt fahre. In der letzten Folge funktioniert nicht, ne? Dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina.
Ja. Du, mich hat das auch umgehauen. Wow. Ja, jetzt hat plötzlich einer Wertsachen vergessen. Ja, ja. Jetzt noch mal, egal, kommt in die Fundsammlung. Oh, was ist denn hier eigentlich für ein Stau? Gut, dass ich nicht in die andere Richtung fahre. So, jetzt Trinkgeld, wenn die Leute was liegen lassen. Ja, genau. Das wird dann für doppelt so viel versteigert. Ich brauche eine. Damit wir noch ein bisschen Taschengeld haben. Mann, Oma, mach die Musik leiser. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Oma, mach die Musik leiser. Dann zieh dir bitte etwas an. Oh, Mann, ist das doof. Bettina, pack deine Bubis ein. Pack deine Törtchen ein. Bubis passt besser. Aber Törtchen sind auch lecker. Ja, mein Liebling von Chipsen. Ja, ich lieb's nicht. Weiß nicht, wie oft ich mir das gerade die ganze Zeit angucke. Was? Ja, ich hab's die ganze Zeit. Ich hab das Bild von Chipsen die ganze Zeit bei mir auf dem Liegen gerade. Ja. Oh. Genau pünktlich. Oh, what the hell? Na klar kannst du eine Fahrkarte haben. Na klar. Ich versuche mit dem Bus eine Abzweigung zu fahren. Sieh das. Ja, kannst du ja ruhig. Aber ich glaube, hier komme ich nirgends durch. Das sieht so undurchlässig aus. Klappt doch. Klappt doch super. Kann ich was ihr gerade habt? Fahr 1A. Vielleicht aber auch 1B. Nee, das ist, nee. Okay. Ich hab irgendwie noch Hunger. Ich hab auch Hunger. Oh, ich hab heute noch gar nichts gegessen. Was? Wie geht das? Kann man aber nicht essen. Indem man es nicht tut. Indem man sich nichts Essbares in den Mund schiebt. Aber wie geht das? Essen ist geil. Ja, mag sein. Keine Ahnung. Ich liebe Essen. Thank you.